mono kweno, ella ye mono bandamba bafuini, ya ye mono kweno, ella ye mono bandamba bafuini, ya ye mono kweno, ella ye mono Tunadamba mono nani ukatuna mkweno kutu Tumbalu monalu mfitu monalu mfila ndo kingwani Mono vandamba wafuidi Yaye mono mkweno e yaye mono vandamba wafuidi Yaye mono mkweno e yaye mono e Hey kidomba Mama na pelafon Nati makambo manade kuna yani Ebumba sekele, mama na bana makangu kena yani. Ebumba sekele, tata na bana kingumba ke yakali. Ebumba sekele, papa tore mutimbi di la sanzi. Ebumba sekele, jo kabrito kingumba ke yakali. Ebumba sekele, nani makambo manani kuna yani. Ebumba sekele, nani makambo kwenda tu kwende. Ebumba sekele. Mamesi. Andumba kikulwe Bandu kukatuboba Andumba kikulwe Mamitu kukatuboba Andumba kikulwe Sagala kukatuboba Andumba kikulwe Kombo kukatuboba Andumba kikulwe Kupete kukatuboba Andumba kikulwe Kusawu kukatuboba Andumba kikulwe Kongi kukatuboba Andumba kikulwe Kayala kukatuboba Andumba kikulwe Leute, jetzt sind wir wieder bei. Wir sind heute in Bonn bei Makunga Wax. Die Fashion-Klamotten für Afrikaner. Und dazu will ich mal Frage stellen an meinen Kollegen hier, was er dazu sagen mag. Hallo. Hi, alles klar? Ja, du bist der? Ich bin Jean-Michel Biot, hier der Geschäftsinhaber. Alles klar. Schöne Sache zu sehen, dass ein bisschen Kultur wieder hier in Deutschland wieder hervorscheint. Was kann man hier eigentlich holen oder kaufen? Also hier den Laden, hier findet man afrikanische Textilien in allen Farben, alle Muster, von Westafrika bis Nord bis Süd. Also hier ist wirklich alles vertreten. Und hier mit diesem Laden wollten wir auch erzählen, dass man halt Deutschland farblicher gestalten kann. Und auch zum einen unsere Kultur auch mit nach Deutschland bringen. Das ist zum Großteil natürlich interessant für die Afrikaner, die hier in Deutschland leben. Und halt der Laden befindet sich zwar hier in Bonn, in NRW, aber halt wir liefern auch, das ist auch zugänglich für andere übers Internet. Und deshalb, also es ist natürlich etwas Afrikanisches, was man auch an den Mustern sieht. Ja. Aber es tragen auch schon Europäer und es hat sich auch etabliert und ist auch sehr schön. Ganz ja. Ist schön. Ja. Ja, wie ich gerade sehen kann, hinter dir ja. Ist schon ein paar genähte T-Shirts, ja. Wie man so sieht. Aber was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt eine andere Farbe haben möchte oder ein anderes Muster, was hier ist? Gibt es auch jemanden, der das alles für mich nähen könnte? Ja klar, wir arbeiten auch mit Nähern zusammen und Schneidern. Halt, da muss man sich wirklich nur das Muster aussuchen. Und dann dementsprechend durch die Kommunikation kann man das dann vereinbaren, ob man jetzt einen Stoff, also ist eigentlich egal welcher Stoff, wie man den schneidet, das ist immer ein Unikat und das ist auch das Besondere an den Textilien. Ja, was ich noch schön gesehen habe, sind die Taschen, zwar für Frauen, aber ich denke auch, dass viele jugendliche Mädchen das auch noch ruhig anziehen können oder oder tragen können, oder? Ja klar, also hier sind ja die meisten, hier sind Taschen, hier sind Mützen, hier sind Schuhe, hier ist Schmuck. Also für die Frauen ist hier eine besondere Vielfalt, hier ist schon fast zu viel, zu schöne Sachen, sodass manche hier reinkommen und sich gar nicht erst entscheiden können. Aber das ist auch Gewöhnungssache und dafür braucht man auch schon eine gewisse Fantasie, um auch Sachen zu kombinieren. Aber ich denke, das ist auch immer wieder die neue Herausforderung, immer wieder. Und das macht das auch so interessant. Das heißt, wir Jugendlichen können auch mal ruhig hier kommen. Dann gibt es bestimmt sicher, dass wir dann eine Hose dazu kriegen oder noch ein T-Shirt oder ein Hemd, was auch immer. Also es ist auf jeden Fall möglich, ja? Ja, auf jeden Fall. Also die Stoffe sind auch 5 Meter lang und 1,20 Meter breit. Mhm. Also aus den Stoffen kann man schon ein ganzes Outfit zaubern.
Kopf bis Fuß kann man alles machen und vielleicht bleibt sogar noch was übrig. Für 25 Euro, dann gibt es das für 30 Euro. Also für günstige Preise kann man hier wirklich gute Schnäppchen machen und ich denke, es wird sich lohnen. Ja. Was sagst du jetzt zu unseren jugendlichen Zuschauern, die da draußen dich jetzt angucken? Letzte Appelle, was hast du genau zu sagen? Also an die jugendlichen Zuschauer habe ich auf jeden Fall zu sagen, traut euch mal was Neues anzuziehen und auch eure Kultur auch zu präsentieren. Auch wenn es nicht eure Kultur ist, auch mal eine andere Kultur anzunehmen. Und einfach mal offen für so etwas zu sein, weil natürlich ist es schön anzusehen, wenn es bunt ist. Und hier, jedes ist ein Unikat und deshalb, wir sind auch, jeder von uns ist ein Unikat, deshalb solltet ihr auch hier zu Makungas Worts kommen. Und wie finden wir hier die Adresse hier? Ist das einfach zu finden oder ist das schwierig? Ja, nee, also schwierig ist es nicht von Bonn Hauptbahnhof mit der Linie 608, 609, 610. Also wir haben auch Flyer hier, das ist leicht zu finden. Mhm. Und das ist die Endenischer Straße 12 mit dem Navi. 53, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube 53112 Bonn, ich bin mir nicht ganz sicher. Mhm. Aber das ist halt nicht schwer zu finden auf jeden Fall. Ja, ich sehe gerade hier bei der Prospekte oder Flyer, da ist auch eine Facebook angegeben und WhatsApp, was kann man da sehen? Also da kann man zum einen sehen die Stoffe, die Textilien, die wir anbieten. Mhm. Halt nicht alle sind dort halt zu visualisieren, aber natürlich kann man da auch Models sehen, wie sie sich gekleidet haben und wie man die Stoffe verarbeiten kann. Falls man nicht genug Kreativität oder sich das gar nicht vorstellen kann, kann man sich das auch gerne auf Facebook, auf unserer Facebook-Gefällt-mir-Seite anschauen unter Makungas Works. Und dann wird man sicher auch durch Kreativität auch wieder geprägt werden. Alles klar, ich danke dir soweit. Ich kann nur sagen, ihr Jugendlichen, holt Afrika in Europa. Jeder Kultur, jeder Türke holt seine Heimat hier. Warum nicht wir? Also, Laden ist hier für euch, auch Jugendlichen. Yamado ist momentan in. Gibt es verschiedene Farben, grün, blau, was weiß ich was. Alles da ist für euch. Ihr habt ihn gehört. Adresse ist alles angegeben. Facebook könnt ihr gucken. Und wie gesagt, nächste Sommer kommt und alle Afrika. Peace. Danke. Okay, danke, ciao.